Herzlich willkommen bei diesem Video bei Google Drive Tabellen. Werde ich jetzt dir hier zeigen, wie man Zeilen und Spalten einfügen kann, aber auch ausblenden kann. Wir haben hier wieder diese Tabellen mit den Absatzzahlen und ich möchte jetzt hier eine weitere Spalte einfügen, wo ich nämlich die Produktionskosten anführen möchte. Ich gehe jetzt hierher auf die linke Seite, markiere jetzt mit dem Klick hier auf 6 in dem Fall dann die gesamte Zeile und füge dann ein mit Hilfe der rechten Maustaste und 1 oben einfügen, wird hier eine weitere Zeile eingefügt. Sie wird also überhalb von jener, in dem Fall wird sie hier eingefügt. Und ich schreibe jetzt dann hier hinein Produktionskosten. Produktionskosten. Gut, ich passe jetzt hier mal die Tabellenbreite an. Hier nach rechts und habe jetzt die Produktionskosten und hier füge ich jetzt einmal ein als Produktionskosten für das Produkt A 45 Euro und hier für B wähle ich jetzt 78 Euro und für das Produkt C wähle ich eine Produktionskosten von 56 Euro. Weil es sich hier nicht um Stück, sondern um Euro handelt, werde ich jetzt hierher gehen und werde dann hier das Format versuchen mal auf Zahlen dann zu verändern. Dazu wähle ich jetzt hier dann Format, Zahl und wähle hier dann Währung. Ja. Dasselbe mache ich hier dann auch. Format, Zahl und Währung. Und ich mache es auch hier wiederum, gebe das hier dann als Währung also an. Format, Zahl und Währung. Habe also hier jetzt Eurobeträge. Jetzt möchte ich die Produktionskosten dann für die einzelnen Monate und für die einzelnen Produkte dann festlegen. Das mache ich jetzt hier so, ich gehe jetzt hierher, markiere jetzt in dem Fall hier dann diese Spalte und füge jetzt hier dann auf rechts davon praktisch hier rechts einfügen eine weitere Spalte ein. Dasselbe mache ich jetzt hier, Produkt B, wieder eins rechts einfügen und dasselbe mache ich dann auch wiederum dann beim Produkt C und füge auch hier rechts davon eine weitere Spalte ein. Ich kann jetzt hier hergehen. Man könnte dann hier mit einem Gleichzeichen hier anfangen, eine Funktion einzugeben. Das wäre jetzt hier mal die Produktionskosten von A mal die Stückzahl, die im Jänner eben dann hier verkauft wurde. Und wenn wir annehmen, dass alles verkauft wird, dann habe ich hier dementsprechend dann eine Angabe. Und wenn ich jetzt hier hergehen würde, dass ich weiter runterziehen würde, mit Hilfe einer Autovervollständigung komme ich dann drauf, dass dann irgendetwas nicht passen könnte, weil 45 mal 25 hier dann nicht passt. Ja? Sondern es würde hier dann weitergerechnet werden, in dem Fall dann hier 45 mal diesen Betrag hier dann. Und ich werde also dann gezwungen sein, hier eine andere Vorgehensweise zu wählen. Und ich greife hier zurück auf die absoluten Zellbezüge. Das ist hier markiert. Also hier ist der Bezug dann zu C7 von der Stückzahl, was natürlich passt. Aber der Bezug hier auf C6 muss absolut sein. Das heißt, bei jeder dieser Rechnungen, die ich hier durchführe, muss man sich immer hier auf die Zahl beziehen, die hier dann hier vorhanden ist. Und das wäre dann in dem Fall C6. Und das kann ich ja noch, wenn du dich erinnern kannst, kann ich das hier mit Hilfe des Dollarzeichens machen. Ich habe also diese Formel jetzt hier angepasst. Und ziehen wir das Ganze dann herunter und schauen wir dann an, wie jetzt die Ergebnisse ausschauen. Und wir haben hier dementsprechend dann wesentlich höhere Beträge, die wir da vorzuweisen haben. Das gleiche mache ich jetzt hier auch, um die Produktionskosten festzulegen. Also hier Stückpreis mal, hier dann die Produktionskosten, die ich jetzt wiederum mit Hilfe des Dollarzeichens absolut setze. Ich arbeite also mit absoluten Zellbezügen. Das jetzt hier herunter und habe ganz schön Produktionskosten in diesen Monaten. Dann mache ich das Ganze hier noch mit dem Produkt C, nehme hier wieder die Stückzahl und mal hier dann die Produktionskosten. Und diese Produktionskosten, die jetzt hier in dem Fall auf G5 sind, auf G6 sind, setze ich jetzt hier absolut mit Hilfe des Dollarzeichens, drücke Enter und mit der Autofunktion hält sich das herunter und habe dann dementsprechend hier dann diese Kosten.
Ich kann ja auch die Gesamtkosten durch ausrechnen, wieder mit der Summenformel. Das Gleichzeichen, dann Sum, wähle mir hier den Eintrag aus, lege hier wiederum den Wertebereich fest, drücke Enter, habe das hier festgelegt, mache das gleiche hier dann auch wiederum, wähle die Summenfunktion aus, lege den Wertebereich fest, indem ich diesen Bereich dann markiere, drücke Enter, habe das hier vorgesehen und mache das Ganze jetzt auch hier wiederum. Für diesen Bereich. Drücke dann Enter. Mal schauen, habe ich einen Fehler. Unbekannter Bereichsname. Machen wir das noch einmal. Okay. Wähle mir jetzt diesen Bereich hier aus. Drücke Enter. Und jetzt passt's. Ich habe ganz schöne Produktionskosten. Produktionskosten. Gut. Dann schaue ich mal hier nach. Hier habe ich das dann zu weit heruntergezogen, beziehungsweise habe hier die Summe dann hier noch dieser verkauften Einzelteile dann hier da, beziehungsweise die Kosten, die dann hier entstanden sind. Gut, jetzt bin ich so weit, dass ich hier eine Tabelle habe und es kann aber der Fall eintreten, dass ich zum Beispiel nicht jedem die Produktionskosten zeigen möchte und da kann es sinnvoll sein, dass ich einzelne Spalten zum Beispiel ausblende oder einzelne Zeilen ausblende. Ich mache das jetzt hier mal so. Markiere jetzt hier in dem Fall hier diese Spalte mit den einzelnen Produktionskosten und habe dann hier die Möglichkeit, dass ich diese Zeile dann ausblende. Wenn ich hier die rechte Maustaste nehme, kann ich hier auf Zeile ausblenden gehen und es verschwindet dann tatsächlich hier dieser Inhalt. Und ich sehe das hier nur mit dieser Andeutung und habe hier dann die Produktionskosten und die einzelnen Produktionskosten ausgeblendet. Ich könnte jetzt hierher gehen. Könnte diese Spalte wiederum markieren und könnte hier dann ebenfalls Spalte ausblenden wählen. Jetzt wird hier wieder etwas eingeblendet. Gehe jetzt hier, markiere jetzt diese Spalte, blende diese Spalte aus und wiederhole diesen Vorgang dementsprechend dann auch hier und blende dann auch diese Spalte dann aus. Ja, welchen Sinn hat das? Ich kann mir jederzeit wiederum dann diese Produktionskosten dann zum Beispiel einblenden lassen, indem ich hier zwischen die Pfeile dann hineingehe, kann aber, wenn ich eben, wie gesagt, diese Spalten und diese Zeilen, die ich eben jetzt nicht zeigen möchte, ausgeblendet habe, könnte ich jetzt zum Beispiel hergehen und könnte hier diesen Bereich hier markieren und den markierten Bereich könnte ich dann dementsprechend dann zum Beispiel in ein PDF-Format exportieren oder auch ausdrucken. Und somit kann ich dann gezielt beeinflussen, welche Teile der Tabelle ich dann zum Beispiel andere weitergeben möchte, welche Teile ich dann veröffentlichen möchte. Ich muss also nicht alle Zahlen in meinem Tabellenblatt habe, auch dann wirklich, wenn ich sie weitergeben möchte, in Form einer PDF-Datei zum Beispiel, muss ich sie dann wirklich auch für andere sichtbar machen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf das nächste Video.